Gut, dann komme ich jetzt hier zur Luftfeuchtigkeit. Ein Begriff aus dem Alltag, der sehr häufig vorkommt. Es gibt eine relative Luftfeuchtigkeit und eine absolute Luftfeuchtigkeit. Aber normalerweise sprechen die Leute im Alltag immer über die relative Luftfeuchtigkeit. Und wenn wir eine bestimmte Temperatur haben und Wasser ist im Alltag meistens ja fast überall vorhanden, dann gehört zu dieser Temperatur ein bestimmter Dampfdruck von Wasser. Also wir sprechen jetzt hier nur über Wasser, Wasserdampf in der Luft, nicht über andere Stoffe, die natürlich auch Dampfdrücke haben können, aber kein Alkohol oder sonstiges sozusagen und dessen Anteile in der Luft. Aber als andere Gase betrachten wir die normalen Gase der Luft, also Stickstoff und Sauerstoff und ja, kleinere Anteile von Kohlendioxid oder Edelgasen und so weiter, die sich auch noch in der Luft befinden können. Und wenn wir so eine gemischte Zusammensetzung eines Gases haben, dann spricht man von Partialdrücken, um diese Anteile zu beziffern. Also so wie Sie, wenn Sie auf dem Bier oder Wein über 11 Volumenprozent Alkohol im Wein sprechen zum Beispiel, da wird es über Volumenprozent werden diese Anteile angegeben. So gibt man bei Gasen die Anteile nicht über Volumenprozent, sondern über Partialdrücke an. Wenn Sie über einen Partialdruck von 200 Millibar Sauerstoff sprechen und einen Partialdruck von 800 Millibar Stickstoff sprechen, dann entspricht das eben einem Anteil von 20% Sauerstoff in der Atmosphäre und 80% Stickstoff in der Atmosphäre. Und wenn wir uns jetzt anschauen wollen, wie groß der Partialdruck von Wasserdampf in der Atmosphäre ist, dann würde man zum Beispiel im thermodynamischen Gleichgewicht diesen Dampfdruck von Wasserdampf nehmen, zum Beispiel bei Zimmertemperatur 20 Millibar. Und würde diese 20 Millibar im Verhältnis zu dem gesamten Druck, den wir messen, also 1013 Millibar sehen. Also nehmen wir es mal Einfachheit halber vielleicht nur 1000 Millibar, damit wir leichter rechnen können. Dann haben wir 20 Millibar im Verhältnis zu 1000 Millibar. Das heißt, 2% des Gases ist Wasserdampf und 98% sind Luft. Zusammengesetzt wieder aus verschiedenen Gasen, also Sauerstoff und Stickstoff und ein paar anderen Gasen. Und das war aber jetzt die Menge des Wasserdampfes im thermodynamischen Gleichgewicht. Jetzt ist es aber so, dass wir nicht immer irgendwie ein thermodynamisches Gleichgewicht mit einer Wasseroberfläche haben. Das ist eher so in der Waschküche der Fall oder wenn es draußen sehr feucht ist oder regnet oder ganz viel Wasser in der Umgebung ist, so dass sie ganz viele Wasseroberflächen haben. Aber in der Wüste oder hier im Zimmer haben wir so wenig Wasser, dass wir nicht davon ausgehen können, dass die Luft jetzt hier im thermodynamischen Gleichgewicht mit einer Wasseroberfläche steht. Das heißt, es ist jetzt zu wenig Wasserdampf in der Luft. Es erreicht nicht diesen Dampfdruck. Und dann gibt man diese relative Luftfeuchtigkeit an, die das Verhältnis des tatsächlichen Partialdrucks von Wasserdampf im Verhältnis zu dem Dampfdruck von Wasser bei der vorgegebenen Temperatur angibt. Das heißt, wir messen hier die Temperatur, ungefähr Zimmertemperatur, ungefähr 20 Millibar ist der zugehörige Dampfdruck. Und dann gucken wir, wie viel Partialdruck Wasserdampf wir tatsächlich haben. Und das sind vielleicht nur 10 Millibar. Und diese 10 Millibar im Verhältnis zu den 20 Millibar, die geben uns dann eine relative Luftfeuchtigkeit von 50%. Also, Sie messen mit der relativen Luftfeuchtigkeit immer das Verhältnis des tatsächlichen Partialdruckes von Wasserdampf im Verhältnis zu dem Dampfdruck bei einer vorgegebenen Temperatur. Typische relative Luftfeuchtigkeiten im Alltag sind ja irgendwie vielleicht zwischen 20 und 100%. Wenn Sie es eben
wie eben gesagt, irgendwie bei Nebel oder Regenwetter und so weiter Sie sich draußen befinden, dann haben Sie tatsächlich 100% Luftfeuchtigkeit typischerweise. Und wenn man misst, misst man meistens mit üblichen Messgeräten sowas wie vielleicht 95% Luftfeuchtigkeit oder so, aber Werte, die relativ dicht an den 100% dran liegen. Die Messgeräte, die man so im Alltag verwendet, sind da ja auch nicht so furchtbar genau. Jetzt kann aber an verschiedenen Orten auch noch unterschiedliche relative Luftfeuchtigkeit vorherrschen. Wenn Sie zum Beispiel draußen, sagen wir mal, so eine Temperatur von, ja, nehmen wir ruhig 1-2 Grad Celsius haben, weil ich da den Wert des Dampfdruckes noch auswendig weiß, also so ein Tag wie heute, ja, ich weiß nicht, ich habe nie aufs Thermometer geschaut, aber nehmen wir mal an, es sei knapp oberhalb von 0 Grad, dann ist der Dampfdruck draußen 6 Millibar. Jetzt machen Sie das Fenster auf und lassen, wenn es draußen regnet, diese Luft, die bei 6 Millibar 100% Luftfeuchtigkeit hat, also auch einen Partialdruck von 6 Millibar Wasserdampf enthält, in Ihr Zimmer rein beim Lüften. Und dann heizen Sie natürlich, damit Sie Innenzimmertemperatur haben, also ungefähr 20 Grad Celsius. Und da wäre der Dampfdruck jetzt aber 20 Millibar. Die Luft, die Sie reingelassen haben, hat aber nur einen Partialdruck von 6 Millibar. Das heißt, sie wird nicht mehr 100% Luftfeuchtigkeit haben, sondern die 6 Millibar jetzt in der aufgewärmten Luft müssen auf die 20 Millibar bezogen werden und dadurch reduziert sich die relative Luftfeuchtigkeit dann auf 6 durch 20, also 30%. Das heißt, Sie haben in der Zimmerluft normalerweise relativ im Winter relativ niedrige relative Luftfeuchtigkeit, weil der Dampfdruck außen relativ niedrig ist, weil Sie tiefe Temperaturen draußen haben. Im Sommer, wenn es bei 25 Grad ein Sommergewitter gegeben hat und Sie verdampft richtig, es ist richtig schwül draußen, dann lassen Sie die Luft rein und dann hätten Sie eben draußen schon einen Partialdruck von über 20 Millibar, also vielleicht, sagen wir ruhig, es seien 30 Millibar und die würden Sie reinlassen, heizen aber innen drin nicht, dann haben Sie innen drin auch eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, die schnell auch mal 80% oder sowas an so einem schwülheißen Tag, wo viel Wasser durch irgendwelchen Niederschlag zur Verfügung steht, dann im Zimmer haben können. Ja, also das ist bei der Luftfeuchtigkeit wichtig zu wissen, dass die relative Luftfeuchtigkeit sich ändert, wenn Sie die Temperatur des Gases ändern, ohne dass sich die Zusammensetzung des Gases ändert, weil einfach der Nenner, wodurch den Dampfdruck bei der vorgegebenen Temperatur dividiert wird, sich ändert.